Ja, also die ganzen Knochen hier, die sehen nicht sehr vertrauenserweckend aus. Und die Viecher, die stehen da schon alle bereit. Das ist nicht gerade ganz nett. Ihr ruft mich her, ganz wie Nemro gesagt hat. Wie dumm von euch. Jetzt töte ich euch und Nemro gibt mir eine große Belohnung. Dann packe ich mal den Blaster aus. Ihr glaubt, ich bin nicht bereit? So dumm. Lasst die Bestien frei! So ein Arschloch. Hutte. Was hätte man sich ja denken können? So kleine Chlor-Dinger, die halten mich nicht auf. Guck mal. Ich habe einen Dauerbrenner. Was ist das für ein Bug? Ah, shit, da kommen die nächsten. Erkunde. Mache ich denn Schaden? Mache ich denn noch Schaden? Nee. Aha, ich habe Leck geschlagen. Ah, jetzt hat's aufgehört. Ich habe keinen Fleischer, der Unbesiegbare. Was soll ich bekommen jetzt hier? Komm noch. Noch mehr Endfleischer. Das war's. Jetzt kommt nur noch der dran. So, kehre zu Nemo den Hutten zurück. Aber warum? Kann ich den. Ich will das dem heimzahlen. Kann ich den doch irgendwie erschießen? Zu Nemo erschießen wäre vielleicht jetzt im Moment gar nicht mal so gut, weil wir brauchen ja das Zeichen von ihm. Das Kopfgeldjägerzeichen. Das ist nicht so schön. Aber ich würde ihm ganz gerne in die Eier treten, wenn er welche hätte. So eine riesige Raupe hat bestimmt keine Hoden. Irgendwo innen drin. Irgendwo. Es muss doch irgendeine Schwachstelle geben, so für den Hutten, so dass der. Oder Pflanzen, die sich. Dings fort hier, wie so eine Schnecke, zwittermäßig. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt doch weibliche. Hoden. Nia patissimo shani, che non chupa che negne. Chupa noi che nana, chapa kisa blanca una nupa ye. Ich werde euch töten, Nemro. Gich kra uba utri, tete jata. Chiliska tananga ime chai jo, ronchika. Ich habe von kleinem Gemetzel im Rostlager gehört. Oh, wala wanga, tuske wala wa, da blota wijawa. Lasst mich nicht herumraten. Sagt es gerade heraus. Gumchita ne chada soto dedi. Chiliska chanaga wa nin chikos pa inigudade. Nakma noya choski na wikuchusu. Yo mata chitoya. Ni ompi budmalia bedwana ni bopo. Che chopaguma. Chuba noe ke nana, chapa kisa blanga una nupa ye. Denkt nicht, dass ich das nicht tun würde. Ninga ninga kitrita, nimo tanuv ayola, tanque kuta. Chuba kima gardo, brokfulma bumko, ichuba no bata. Ye gumba jiji. Gordin, Loli Makichi-san. Ah, ich hasse ihn. Ich hasse Nemro. Selbst die Rüstung ist schlechter als die, die wir schon gekriegt haben durch unsere H4-Mission. Schön zu sehen, dass es euch gut geht. Das war ziemlich mies, was Nemro euch angetan hat.
Oh, wart ihr besorgt um mich? Vielleicht ein wenig, aber nehmt das nicht so wichtig. Hier ist eine ziemlich hohe Zahlung an euch, aber es steht nicht dabei, wofür. Das ist wohl eine Sache zwischen euch und Nemro. Ein großer Haufen Credits ist genau das Richtige für mich. Hier, bitte sehr. Einmal eine große Bezahlung aus mysteriösen Gründen. Gebt nicht alles auf einmal aus. Hallo, Jäger. Wir wurden reingelegt. Nemro unterstützt bereits jemanden bei der großen Jagd. Erzähl mir was Neues, Marco. Ja? Vielleicht wen er unterstützt? Ich weiß, wo Nemros Unterstützungszeichen ist und wie wir es finden können. Ich erzähle euch alles, aber das hat seinen Preis. Ich soll dich auf einmal für deine Infos bezahlen? Nicht so, wie ihr denkt. Brayden hat mir beigebracht zu kämpfen. Und wie ihr wisst, kann ich gut Informationen besorgen. Nehmt mich mit auf die Jagd und zu allem, was später noch kommt. Wir werden sicher eine Menge Spaß haben. Ich kann gut mit dem Blaster umgehen und Brayden war wie ein Vater für mich. Es ist nicht fair, dass... Wartet, habt ihr gerade Ja gesagt? Danke. Brayden war toll, aber er hat mich immer wie ein Kind behandelt. Ich bin kein Kind mehr. Ich danke euch. Ich will dabei sein, wenn wir Braydens Mörder finden. Nichts ist mir wichtiger als das. Also, finden wir den Kopfgeldjäger von Nemro. Meinst du kannst es mit diesem Kerl aufnehmen? Sicher, solange ihr dadurch in die große Jagd kommt. Der Jäger, hinter dem wir her sind, heißt Rask. Er ist ein Trandoshaner und ziemlich gefährlich. Er hat auf Dantooine die Bewohner eines ganzen Dorfes lebendig verbrennen lassen. Ich habe eine Übertragung zwischen dem Trandoshaner und, jetzt kommt's, dem seltsamen Typ mit dem Knochengesicht, der mich verfolgt hat, abgefangen. Wisst ihr noch, dass ich euch vor ihm gewarnt hatte? Die beiden arbeiten also zusammen? Das weiß ich nicht. Wir sollten aber auf alles vorbereitet sein. Rask will ein Ziel ausschalten, das Fadra der Hutte, der Rivale von Nemro, für ihn festhält. Irgendeine republikanische Wissenschaftlerin oder so. Wir müssen also einfach in Fadras unglaublich stark bewachtem Palast im Sumpf eindringen. Die Wissenschaftlerin selbst finden und eine Falle für Rask legen. Und wenn Rask aufkreuzt, schnappen wir uns sein Unterstützungszeichen. Guter Plan. Das war noch gar nichts. Anscheinend hat Fadra interessante Leute auf seiner Gehaltsliste. Und mit interessant meine ich Leute, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wenn wir bei der großen Jagd eine Chance haben oder auch nur von dieser Schlammkugel wegkommen wollen, brauchen wir diese Kopfgelder. Komm, Fadras Palast wartet. Gerne, kleiner Marco. Gerne, gerne, gerne. So, jetzt habe ich hier wieder einen Credit-Kasten. Marco, war das wollte ich bestimmt lesen. So, wie in den letzten Dings, ihr macht hier dann eine Pause, wenn ihr das... Das Tolle ist, hier steht auch schon drin, was die mag. Sie mag Professionalität, Kopfgeldjäger, Credits verdienen, Freiheit, Freundlichkeit und ist gegen Einschüchterung, Grausamkeit und Snobs abgeneigt. Einschüchterung und Grausamkeit, das könnte nicht sehr gut korrespondieren mit meiner neutralitäten Spielweise, die ich immer mache. Primärwert List, Sekundärwert Ausdauer, Primärwaffe Blaster Pistole, Sekundärwaffe Vibro Messer. Für alle diejenigen, die das nicht wissen. Da gibt's noch eine Quest, die nehme ich doch gleich mit. Von Urgreg. Hey, ihr da! Ihr arbeitet doch für Nemro, oder? Ich sehe euch jedenfalls oft genug bei ihm rein und raus spazieren. Also habe ich recht oder nicht? Arbeitet ihr für den Großen? Das tue ich. Ich heiße Urgreg. Ihr habt vielleicht schon von Nemros kleiner Tierschau in den Bestienpferchen ganz unten gehört. Ich bin der Typ, der die Pferche gefüllt hält. Vielleicht seid ihr an einem kleinen Geschäft interessiert. Helft mir. Helft Nemro. Helft euch dabei selbst ein bisschen. Aber dazu braucht es Kraft. Und Mumm. Was hat das mit mir zu tun? Der Große will einen Rancor. Alle wichtigen Hutten haben einen. Nemro will einen. Ihr bringt ihm einen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ein Rancor? Wie soll jemand einen Rancor in die Falle locken? 7 Meter groß und kann einen mit einem Bissen verschlingen. Aber keine Sorge. Ich habe schon einen Plan. Ich habe nur Sorgen wegen der Bezahlung. Was? Glaubt ihr, Nemro kann nicht bezahlen für das, was er will? Natürlich kann er. Der beste Preis für einen Rancor. Oder eigentlich ein Rancor-Ei.
Fatras wertloser Bestien Zema hat bereits ein Rancor-Ei. Wir können nicht zulassen, dass dieses Ei ausgebrütet wird und Fatra vor Nemro einen ausgewachsenen Rancor hat. Ich brauche jemanden, der das Ei stiehlt und die Eier seiner anderen Tiere zerstört. Jemand, der diesem Bestien Zema eine Lektion erteilt. Könnt ihr das? Ich schlage nie eine Gelegenheit aus, bei der ich bezahlt werde. Toll! Ich wusste, ihr würdet darauf eingehen. Ihr habt dieses vielversprechende Funkeln in den Augen. Ihr solltet nur eines noch wissen. Das Ei ist ganz hinten in Fatras Bestienpferchen. Das bedeutet, ihr müsst ein bisschen kämpfen, um es zu erlangen. Aber das kriegt ihr hin, oder? Viel Glück! Ja, danke. Nemro ist wirklich immer für ein paar Überraschungen gut. Ich meine, wer hätte gedacht, dass so ein widerlicher, hinterhältiger Mistkerl einen so sauberen Palast hat? Ja, das sind die ganzen Sklaven, die ihn da helfen. So, ich soll ein Ei besorgen. Alle Taxis brechen pünktlich auf. Eier, wir brauchen Eier. So ein Rancor-Ei, ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Das gibt doch bestimmt ein ganz gutes Rührei. Oder Spiegelei. Kann man bestimmt ganz gut draus machen. Aber die Frage ist, ob es schmeckt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So ein Rancor-Ei, dann, das dann... Also genug zu essen hätte man dann auf jeden Fall. Bestimmt für eine Woche oder so. Aber es schmeckt, aber das ist dann einem wahrscheinlich egal. Schätze ich mal, wenn man Hunger hat. Sehen wir gleich, wie groß das Ding ist. Jo, die Richtung mich meinte. Der ist der nächste Questgeber. Psst. Hey ihr! Ich möchte mit euch sprechen. Geht ihr in Fatras Palast? Wenn ihr verrückt genug seid, da reinzugehen, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Wollt ihr ein paar Credits machen? Jetzt bin ich neugierig. Ich arbeite für Nemro, genau wie mein Partner, bis er da drinnen im Palast draufgegangen ist. Er hat sich als Wartungsarbeiter hineingeschlichen, um Sender auf den Reinigungsdroiden anzubringen. Mit den Sendern wollten wir dann die Bewegungen der Droiden verfolgen. Beim Saubermachen der Böden und Wände hätten sie uns dann jeden Winkel des Palasts gezeigt. Wir wollten vor allem geheime Eingänge oder versteckte Kammern finden. Was soll ich denn genau tun? Mich als Reinigungsdruide tarnen? Nein, nichts dergleichen. Nein, vergesst es. Also, hier ist der Plan. Mein Partner konnte die Sender an den Druiden anbringen. Aber seine Tarnung flog auf, bevor er sie aktivieren konnte. Ich wäre sofort tot, wenn ich da reingehe und das versuche. Aber wenn diese Sender nicht aktiviert werden, bin ich auch tot. Nemro toleriert keine Fehler. Ich gebe euch also alles, was ich habe, wenn ihr für mich diese Sender aktiviert. Ich dringe ja sowieso in den Palast ein. Mal sehen, was ich tun kann. Ihr müsst lediglich die Reinigungsdroiden finden und einen kleinen Schalter auf dem Sender aktivieren. Es ist ganz einfach. Ich warte hier auf euch. Viel Glück! Dass sie mir immer so viel Glück wünschen, das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe immer noch keinen Tod von oben. Warum nicht? Was ist da los? Ich habe aber erstmal muss der hier sterben. Und dann muss der hier sterben. Alles klar? So. Ich musste mich nur ein bisschen konzentrieren. Ja, ein bisschen Konzentration und dann geht das alles. Wir brauchen aber die Kopfgelder. Da oben ist einer. Müssen wir nämlich relativ schnell sein. Aber der ist ein Scharfschütze, ne? oder ein Agenten. Ist der. Der holt sich nicht die Kopfgelder. Sehr gut geschossen, Marco. Sehr gut. Das ist schön, dass wir gleich zu Anfang eine Heilerin kriegen. Das ist sehr angenehm. Das ist wirklich sehr angenehm. Die Frage ist nur, ob ich dann... Weil ich habe ja Trick schon freigeschaltet, zumindest kann ich sie freischalten später. Ist die Frage, ob wir dann Trick nehmen oder Marco, aber Marco ist doch eigentlich viel hübscher und
Sie würde uns dann auch in der Story weiterbringen. Ich glaube, ich lasse dann erstmal Marco. So, wenn ich mich recht nicht auf der Karte gucke, dann müsste das hier hinter irgendwo da. Genau. Ich muss ein bisschen weit außen rumlaufen, weil ich habe keine Lust, diese... Alter. Lass die einen immer sofort angreifen. Ihr Schweine. Und hüpf. So, da müsste jetzt der Kopfgeld... Ziel sein. Irgendwo hier. Eigentlich hier.